Zwei kleine Elfchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt dann noch sowas? Duschen jeden Tag, muss man nicht. Kennzeichen haben, muss man nicht. Schlafen in einem Bett, muss man nicht. Reichweite haben, das schon. Sie haben kein Geld zum Leben, doch können super kleben. Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, München, das müsst ihr erleben. Nürnberg, Dortmund und auch Köln, schickt, wenn ihr nicht guckt. Zwei Idioten muss man mögen, weil es hat sich juckt. Wir wollen in den nächsten oder in 7 Tagen so günstig wie möglich durch die 7 größten Städte in Deutschland nach Frankfurt runtergefahren. Alles in den letzten Tagen, das seht ihr alles in den letzten Folgen. Ja, Digga. Und jetzt kriegst du einen Schuss. Ja. Alter! Hey! Oh. Warte, ich will mich jetzt mal dazustellen, als wäre ich dabei. Du? Und jetzt fahren wir los zu der Esso. Was ist das denn? Ab die Scheiße! Alter! Wir haben nur Abgase, meine Alter, wenn jetzt hier keine Spezialen herkommt, dann weiß ich ja auch nicht. Leider hatten wir hier ein kleines technisches Problem, weswegen mein Mikrofon ausgefallen ist. Daher hier eine kleine kurze Zusammenfassung. Wir sind danach zu einer Esso-Tankstelle gefahren, dem Bikerspot aus Frankfurt, zumindest wurde uns das so gesagt. Da waren noch ein paar Motorradfahrer, da haben wir kurz gechillt. Und dann ist diese Situation hier passiert. Soll seine Freunde extra nicht so richtig ausgelassen, man sich selbst erklärt? Ich danke dir, Bruder. Danke dir, du. Oh, Bruder, das kann er nicht annehmen. Eine Breze. Das war mies korrekt. Gut genährt sind wir dann losgefahren und zum nächsten Bikerspot, der nur 5 Minuten von da entfernt ist. Und zwar zu so einer Brücke, von der man auf die Skyline gucken kann. Und da sehen wir uns jetzt wieder, denn da ist einiges passiert. Viel Spaß. Servus, moin, Männer. Hallo. Alter, guck dir an, wie schön das aussieht, ja? Ja. Alter. About a million, I keep it a trend. Resilient, the energy off. My image has got reaching deep in the pot. I got features of people I love. Yeah. RIP on me. TT. The melanin on me, my cheekbone is native. The soil is my wild walk. Some beavers on me, my nigga, go figure. My enemy scoff. Admit it, your energy off. My frequency killer, you soft. I show people love, they act like they above it. But switch when they see me. Ja, genau. Motopier. Influencer. Ja, da kann man so sagen. Hallo, sag nochmal den Namen. Georg wird was geben. Ich weiß noch nicht, was. Ich hab euch was Kleines mit. Der ist eine Stunde wieder hierher gefahren. Du bist, aber bist du, fährst du sonst auch? Oha, er wurde eingeparkt. Digga, bist du bescheuert? Nein. Das ist zu süß. Oha, super. Ich kann das. Bruder, du zitterst total, oder? Alles ist gut. Du warst nicht nervös, denn Digga zittert total. Nein, ich glaube. Du bist so süß. Gerard? Ey, wie findest du das eingepackt im Kabelbinder? Gerard-Karte musst du behalten. Nein, nimm die. Aber wir können doch Tank bezahlen. 19. Wir können doch aber Tank bezahlen, Digga. Nein, alles gut. Die sind sowieso lieb. Das ist so gut. Ja, na klar, Digga, na klar, sehr gerne. Du weißt, du läufst so lange, die Leute kennen. Ist mir eigentlich voll egal. Echt? Ja, juckt mich gar nicht. Aber sag ehrlich, so ein bisschen geil fühlt man sich schon. So ein bisschen, das Ego ist schon ein bisschen höher dadurch. Ich sage ehrlich, nein. Okay. Wir fahren jetzt weg, guckt euch diesen Ausblick an. Ich glaube, auf keiner Kamera kommt der so rüber, wie er ist. Es ist wirklich atemberaubend, wenn man hinguckt. Ich hoffe, ihr konntet in den Shots gerade ein bisschen was gewinnen. Wir fahren jetzt hier weg, weil die Polizei das Ganze jetzt hier gleich auflöst, höchstwahrscheinlich. Eine kleine Unterbrechung an der Stelle, denn ich will euch auf was aufmerksam machen. Und zwar hat Insta360 momentan den großen Sommerschlussverkauf und da könnt ihr bis zu 164 Euro sparen. Wie ihr in den Videos immer seht und auch bei mir auf Instagram, nutze ich die X3 besonders viel und besonders häufig, weil es einfach eine geile Kamera ist. Und die ist momentan im Shop bei Insta360 um 140 Euro reduziert. Aber nicht nur das, auch die Ace Pro, die Frontalkamera von Insta360, ist um 110 Euro reduziert und die Ace, also die etwas schlechtere Version, um 164 Euro. Da lohnt es sich wirklich zuzuschlagen und mit diesem Code hier oder dem ersten Link in der Beschreibung kriegt ihr sogar kostenloses Zubehör auf die jeweiligen Produkte. Heißt, nutzt die Chance, bis zum 11. September habt ihr Zeit. Geht unten auf die Links, kauft euch die Kameras. Es lohnt sich wirklich, ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Und die Jungs meinten, okay, dann fahren wir los. Und deswegen fahren wir jetzt los und haben jetzt so unseren Spaß bei Nacht oder bei Dämmerung, sage ich mal, alle zusammen. Und guck mal, was so passiert. Weil man muss wirklich sagen, es ist wirklich 10-mal schöner als Berlin hier. Boah, Digga, was sind wir für eine Riesengruppe? Hinter uns sind noch 5 Motorradfahrer. Ja, ist aber gut, dass so eine große Gruppe ist. Da können uns die Bund nicht alle rausziehen. Alter, crazy. Digga, wir sind über viele. 20 Leute oder so. Geil. Ja, Mann. Oh, Maschallah, Bruder. Das ist ein Traum. Die sieht so viel cooler aus als Berlin. Die Mucke. Geil, Digga.
Ey, wir sind so viele geworden. Das ist richtig schön. Wir sind einfach am anderen Ende von Deutschland, Steve. Ja, wir sind einfach wirklich komplett am anderen Ende von Berlin. Ey, das sieht so schön aus mit dem Sonnenuntergang hier. Ich kann euch nicht in Worte fassen, wie schön ich das finde. Stellt euch vor, ihr seht eine wunderschöne Frau und ihr habt diesen Blickkontakt, der so 5 Sekunden geht, sich aber anfühlt wie 2 Stunden, weil ihr in Träumen versinkt. So fühle ich mich. Ey, es sind so viele, es ist so geisteskrank, wenn ich überlege. Boah. So geisteskrank, wenn ich überlege, dass wir in Frankfurt sind. Ist so cool. Ey, das sieht so wunderschön aus einfach. Es sieht so erhaben aus, so mächtig. Weißt du, was ich meine? Richtig ja, mächtig. Alter, crazy. Bruder, hart viele Leute. Tim navigiert. Wir wollen unauffällig machen. Unauffällig. Gut gesagt. Das, Tim, ist super unauffällig, sage ich. Hiermit. Keine Polizei würde denken, dass ihr uns anhalten müsste. Ich will jetzt erstmal kurz rausgegangen, damit wir unsere Ruhe haben. Guckt euch mal bitte an, wie episch das hier gerade aussieht. Da, und das ist einfach, ich glaube, das ist wirklich wegen der Story. Also das ist generell so ein Biker-Spot, wo wir waren, wo sich die Motorradfahrer treffen, hat man ja auch gesehen. Aber ich glaube, viele, die hier jetzt dabei sind, sind auch wegen der Story da. Und das ist, Digga, ich fahre in eine komplett mir fremde Stadt, 7 Stunden entfernt. Und treffe einfach so viele Leute. Ich habe Gänsehaut, weil es so schön ist, wie diese Gemeinschaft, sag ich mal, wächst. Guckt euch das an. Das ist, und wir sind hier mitten in Frankfurt, Junge. Mitten irgendwo in einer fremden Stadt. Das ist, guckt euch das an. Das ist einfach nur geisteskrank. Und auch einfach schön. Es ist einfach schön zu sehen. Ja, das ist wechselig. Wir sind auf irgendeine Tour gefahren. Wo wir einfach kostenlos, so günstig wie möglich durch wollten, quer durch Deutschland. Uns werden hier Essenssachen geschenkt, Tankgutscheine. Die Leute kommen eine Stunde zu den Spots gefahren, um uns zu sehen und zittern, wenn sie mich sehen. Das ist einfach nur mehr als heftig. Das ist unbeschreiblich krank. Wirklich, egal welche Worte ich versuchen würde zu finden, ich könnte es nicht. Und ich bin eigentlich gut in Metaphern und Vergleichen, aber in dem Fall geht es einfach nicht. Wie unbeschreiblich dieses Gefühl in meinem Herzen ist, wenn ich merke, dass ich dieses Leben leben kann. Versteht ihr? Poh, krank. Einfach nur krank, wirklich. Ich freue mich so darauf die Zukunft, weil das ist so, diese Reise war für mich der Anfang, der Test, zu gucken, wie kann sowas werden, wie kann sowas funktionieren. Zu sehen, dass es so klappt, zeigt mir einfach, dass die Zukunft jede Tür für mich offen hat, noch mehr geile Scheiße zu machen, die ich euch zeigen kann, damit Leute verstehen, was man aus seinem Leben machen kann, wenn man wirklich will. Versteht ihr? Ach, geisteskrank. Wir gehen zurück ins Kado. Wir fahren jetzt zur Bahnhofstraße, zum Hauptbahnhof oder so. Fahren einmal durchs Notenviertel. Es wird jetzt wahrscheinlich noch sehr los und sehr chaotisch mit so vielen Leuten. Genau, wir gehen zurück ins Kado. Willst du mal meinen Arsch anfassen? Ja. Oh, geil, der ist richtig knackig. Ja, na klar. Ich wasch mir nie wieder meine Hand. Ich wasch mir nie wieder die Hand. Ein bisschen Bi schadet nie. So. Hallo, Per. Warum soll ich jetzt hier fahren, Digga? Oh. Schwul. Zu süß. Du siehst wie so ein kleines Kind, Bruder, ja. Du siehst so ein kleines Kind, Digga. Ist man, wenn man ein bisschen gay zu allen Leuten ist, auch gay? Oder ist man dann nur ein bisschen gay? Da bist du nur ein bisschen gay. Bisschen gay ist okay, haben wir doch gesagt. Ja, okay. Ja, ey, Digga, das ist so eine geile Straße, da war ich hier noch nie. Hey, Rosa, was? Digga, er ist Frankfurter, er war hier noch nie? Bist du doof? Alter, was ist los mit dir? Oder? Alle von dir enttäuscht. Wen haben wir uns hier ausgesucht als Stadt? Ah, der kennt die Stadt selber nicht mal richtig. Doch, ich war hier schon mal! Ich hör dich nicht! Das habe ich auf jeden Fall auf Kamera. Alter, hinter uns sind so viele Leute. Junge, sieht das crazy hart aus. Hä? Boah, Alter. Tschüss. Wer ist das hier eigentlich? Hallo. Danke. Moin. Das ist eine Frau. Tim, das ist eine Frau. Eine Frau. Boah, Alter. Yo. Alter, Digga, die spuckt so Flammen. Die ist so illegal, was ist das denn? Digga, dafür, dass ihr eine Spezialeinheit für Motorräder habt, schlafen die heute? Was machen die? Haben die frei? Haben alle Urlaub wahrscheinlich. Das ist krank. Es gibt nur eine Soko Grad, die ist für Tuning, aber es gibt keine, die nur für Motorräder ist. Ah.
Tuning aufs Torräder. Na, dann haben wir... Aber dein Motor ist getuned, deswegen bist du schneller. Ja, okay, Argument. Digga, die Hochhäuser sehen so surreal aus. Oh, stinkt das hier. Alter, warum riecht es denn hier so ekelhaft? Boah, ich kotze gleich. Ich hab gehört, wir drehen da runter und fahren jetzt da rein. Ja, okay, komm, machen wir. Okay, machen wir. Ich hab Eier. Okay. Machen wir, los. Rechts. Ab auf die Esso-Tankstelle, wo jetzt 100 Motorräder stehen. Wenn jetzt hier nicht 100 Motorräder stehen, bin ich traurig. Ah, immer noch tote Hose. Was ist denn das für eine Scheiße? Ah, da sind die wieder. Mir wurde erzählt von Tim gestern, der hat mir richtig Angst gemacht mit Polizei hier, Polizei da, Digga. Und jetzt fahren wir hier durch, wie die Gestürzten. So fahren wir nicht mal in Berlin, weil wir denken, dass es zu asozial ist, Digga, weil wir es einfach uncool finden. Und es juckt niemanden. Ich habe nicht ein Polizeiauto gesehen. Nicht eins. Ey, ich sag also, Polizei, die kennen mir wirklich mein... Digga. Die verdammten frankfurtischen Polizisten. Die schlafen die einfach. Ey, es war schon geil gerade. Oh, ich hab einen harten gerade, wirklich. Ja, war schon sehr nice, ja. Das ist Frankfurt, Baby, dafür machen wir die Deutschlandtour. Wir haben gelernt, wie Frankfurt ist, Mann. Ja, Mann. Digga, ganz kurz, ich bin so heißer geworden. Oh, du ja. Hast du zu Hause einen Tee mit Honig für mich? Wir haben vorhin, wir haben vorhin noch eine Käsebreze bekommen und einen Durstlöcher. Das habe ich gar nicht jetzt so angesagt, also weil mein Helm ab war. Das war sehr korrekt, sehr lieb. Wir haben aber sonst nichts mehr zu essen bis jetzt. Für mich und Was? Was? Oh Gott, was ist unangenehm gerade? Ah! Ach du Scheiße, was meintest du? Ich habe gesagt, das war's erstmal für mich aus Frankfurt. Für dich? Warum? Weil ich jetzt ein Outro gemacht habe. Nein, das ist noch nicht, wir sind noch nicht so weit. Das Outro ist immer erst bei dir im Bett. Oh, stimmt. Ja. Na, auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder. Ich setze jetzt den Helm erstmal wieder ab, quatsche ein bisschen mit den Leuten, haben eine gute Zeit. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dann zurück zu Tim fahren, nochmal kurz. Wir fahren jetzt so, ciao. Digga, es war richtig cool mit dir. No joke, ich finde dich richtig cool. Digga, das hier ist gerade so viel passiert. Wir haben einfach auf Bikes von Zuschauern unterschrieben. Pass auf dich auf, Digga. Oh, sorry. Pass auf dich auf, fahr vorsichtig. Wir haben einfach auf Bikes von Zuschauern unterschrieben. Und der eine hat mir einen Fünfer gegeben. So ein Ehrenmann. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie nett die ganzen Menschen hier sind. Ja, ein Fünfer mehr in unserer Kasse. Jetzt sind wir wieder... Ja, die Brötchen von heute früh haben wir jetzt im Prinzip wieder raus. Ein absoluter Held, der Typ. Auch alle so lieb, so höflich. Und wir haben die noch bekommen als Essen. Auch noch, neben dem, was wir eh schon bekommen haben, das ist wirklich einfach unbeschreiblich heftig und unbeschreiblich viel. Ich kann nur Danke sagen. Ja, wir fahren jetzt zu Tim, alle zusammen. Ich bin schon richtig heiser. Ich bin richtig heiser. Und fahren nochmal durch die Skyline durch. Das wären jetzt nochmal ein paar atemberaubende Bilder, die ich einfach euch gönnen und zeigen will. Das sind Dinge, die passieren halt nur unter Motorradfahrern. Die passieren nicht einfach so. Das ist einfach nur unglaublich heftig, Digga. Oh, wie süß. Boah, Alter. Wenn ich Frankfurter wäre, würde ich jeden Abend durch Frankfurt fahren. Ja, und das würde ich nicht machen. Hier nur geradeaus, ne? Boah. Steve, komm mal zu mir. Warte. Hier müssen wir zusammen durch und einmal Händchen halten. Warte, lass uns beim Rollen gleich, wenn wir zwischen den Hochhäusern sind, halten wir Händchen, okay? Auf süß. Oh, auf süß. Oh, komm mal her. Komm her. Uja, uja, okay. Lass doch stehen. Oh, ist das süß. Warte. Ah, oh, ich hoffe ab. Oh. Ist das schön. Lass so Herz machen. So Herz. Wie süß. Oh. Episch. So musst du machen. Oh, du, achso. Digga, das ist so, ich finde, das ist so ein völlig anderer Vibe als Berlin durch die Hochhäuser. Ja, natürlich. Digga, ich würde hier jede Nacht durchfahren. Einfach nur, weil ich es richtig schön finde.
Alter! Ah, doch, Junge! Geradeaus hier? Geradeaus hier? Ja, ja, geradeaus. Aber sind schon sehr gut, Digga. Sind schon sehr gut. Boah, ist hier frisch gemäht der Rasen. Warte mal kurz. Geil. Das riecht so geil. Wisst ihr, was ich meine? Geil. Wie weit am Rand willst du eigentlich stehen? Genau, ich wollte mich hier mit meinem Fuß auf den Gehweg stellen. Dachte ich, ist cool. So, weil du so klein bist. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Steve, wir schlafen heute woanders. Ja, 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 aber das sind auch nur unsere Sachen, die hier liegen. Die sind ab morgen wieder weg. Dann ziehen wir uns erstmal aus. Komm an, quatschen noch ein bisschen und wir sehen uns gleich wieder. Wir sind jetzt nur angekommen und wir kriegen was zu essen. Endlich mal, nachdem wir kein Frühstück bekommen haben heute, kriegen wir jetzt zumindest was zum Abendessen zu essen. Und zwar, pass auf, ich zeige euch das. Aber, naja, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall kriegt irgendjemand eine Sache hiervon, die wir essen werden. Und dann haben wir auf jeden Fall erstmal einen gefüllten Magen. Und das ist unsere Ausbeute von heute. Alles gut, ich freue mich nicht. Das hier ist unsere Ausbeute von heute. Wir haben richtig viel Essen. Wir werden jetzt erstmal was essen. Zwei kleine Äffchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 Städte, wer kommt denn auf sowas? Ohne Essen, ohne Trinken, Schnauze, nur paar Viren. Kein Platz zum Schlafen, dort schauen sich hier in Viren. Frische gibt's am Boden, Brötchen, Salami werden reingeschoben. Bis nicht hungern, Essen kommt dir zugeflogen.